Junge! Was ein heftiger Pull! Oh, aber holy smokes, Alter. Jamie Leveling. Die ist pervers nice. Was ist das denn? What the fuck? 2 von 5? Nee, wirklich. Ich bin verliebt, also bitte. Ich brauche keine Freunde, wenn ich Stadium Chrome hab. So, Freunde, Halbzeit ist durch und wir hatten bisher überragende Puls. Allen voran Erling Haaland als Green Wave, Green Red Wave, keine Ahnung, wie man es nennt. Und Niklas Dorsch zu freaking 5. Oh mein Gott, einfach. Oh mein Gott. Ansonsten Marco Reus zu Fractor, sehr nice. Leveling Rookie zu 75. Autogramm steht noch aus. Ich bin sehr, sehr gehypt. Machen wir weiter mit Pack Number 10. Allee. Machen wir weiter mit wieder einem Cold Picture von Manu. Überragend. Joe Scully. Ohne Rookie-Logo, by the way. Das wundert mich. Das wundert mich ehrlich. Dann Lucas Toussaint am Training. Und holy fuck. Holy freaking fuck. Wir haben das Autograph gepullt. Es ist Charles Arangis. Ja, nicht das Autograph, was du unbedingt haben willst. Aber ich nehm's mit. Ist nicht numbered, leider. Aber ist okay. Ist halt nichts für die PC. Aber ja, könnte besser sein, aber ist auch für mich kein Mac. Aber gut, Charles Arangis, unser Autograph. Kann man machen. So, Kamera mal wieder umgefallen. Ja, ansonsten noch. War Manu Briedl drin und ja, gut. Ansonsten, ja, weiß nicht. Ja, bisschen Bruch ist auf jeden Fall da wahrscheinlich. Aber ich will mich nicht beschweren. Wir machen weiter und gucken, was Schönes noch dabei rauskommen kann. Nächstes Pack gehen wir rein mit Gucci Günther. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geiles Bild, wie er da hochguckt. Mag ich. André Silva beim Fahrzeuger. Ja, feier ich auch. Sehr, sehr cool. Florian Jährlich, ne? Gut. Neuhaus. Witziges Bild. André Kramaric. Ja, ist auch. Also, ne? Also, und dahinter ist Emil Forsberg zu gar nichts. Auch gut. Ist das so ein Red-Ding? Ich kann es nicht sagen, Bruder, was das ist. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Das sind mir zu viele Farben manchmal im Spiel. Gut. Nimmt man aber auch mit. So. Eine geile Auto-Numbered hätte ich noch. Ich finde es sehr schade, dass tatsächlich auch Rafael Guerrero gar nicht drin ist. Also, oh, wir sehen die Grüne. Oh, ich sehe was Goldenes, Bruder. Also, Rafael Guerrero ist leider gar nicht im Set drin. Das macht mich ein bisschen sad. Riedle Baku. Jan Thielmann. Das ist ein sehr, sehr wunderschönes Bild, finde ich, von Marcus Thuram. Hätte ich auch sehr, sehr gerne numbered. Also das ist einfach, puh. Das ist einfach, ja, geil. Einfach geil. Sehr schönes Bild. Jeremiah St. Just und holy crap, fucker, was ist das Goldenes hier? Wer ist das? Ja, yes, sir. Next season, see you bei Bremen, Alter. Sehr, sehr geil. Niklas Stark. So, wieder zum nächsten Numbered. Aber Niklas Stark ist sehr, sehr cool. Ja, welcome to Bremen. Welcome to Werder Bremen. Freue mich sehr auf den Mann. Niklas Stark, Idolo. So. Bekommt auch einen Top-Loader von mir. Hätte er nicht bekommen ohne den Wechsel, aber so. Spielt beim richtigen Verein. Und das ist alles, was zählt. So, für mich machen wir ihn drauf. Ich finde auch, sieht sehr, sehr cool aus vom Design. Sehr, sehr cool. So, machen wir weiter. Mit Pack Number. Müsste es 12 sein? Also haben wir noch ein bisschen to go. Bis schade, dass das Autograph schon raus ist. Und nicht der Brecher war. Aber was will man machen? So. Hier sind wir Palacios. Benze Baini. Auch sehr cool. Dann der Prinz. Ich muss dazu nichts mehr sagen, aber für jede Karte irgendwie einzeln anzuschauen, ist aber wirklich ein Erlebnis irgendwie, tatsächlich. Joachim Nilsson.
Max Kruse mit dieser wunderschönen Bewegung. Ja, kann man nicht anders sagen. Und Jonas Hofmann als Refractor müsste das sein. Nö, ist kein Refractor. Also, Digga, ich verstehe es nicht. Das ist doch ein Refractor, oder nicht? Steht halt irgendwo drauf, ne? Oder bin ich blind? Nö, steht wirklich nirgendwo drauf. Naja, nevermind. KPC noch ein Brecher, klar. Dorsch zu 5. Haaland, dieses Ding. Sehr nice. Boah, was eine geile Karte von Patrick Schick, Junge. Oh mein Gott. Ist das, also die also wer sich da das Ding ausgedenkt hat, also die Motive, das gehört wirklich einem Paycheck Brace. Also das ist wirklich genial. Dominik Choboslai. Marton Dardai. Ich sehe was Rotes dahinter glitzern. Bitte selber irgendwas Nummeriertes. Fabian Klos. Unser erster Double-Traum. Auch sehr cool. Und. Och nö, wenn der jetzt numbered ist. Genki Haraguchi. Nee, gut. Der ist auch nicht numbered. Also, Junge, also die Karten sehen doch numbered aus. Oder bin ich komplett von der Welten? Der ist rot und glitzert und der ist nicht numbered. Aber gut. Genki Haraguchi numbered wäre jetzt auch nicht so der Hit. Wir haben noch. Ja, kann ich mal reingehen. Wir haben noch 4 Packs. Zieh mir darin noch einen Brecher. Ich würde es sehr hoffen. Drück die Daumen. Wir gehen rein in den Endspurt. Endspurt. So. Ja. Waren wir noch. Wunderschöne Giovanni Reyna-Karte. Dann normale Lukas im Matcher. Auch sehr cool. Nice. Kouadio Kone, also schnell Manu Kone, wie auch immer. Da klebt schon wieder eine Karte dran. Anderson. Kone, sehr cool. Karim Onisivo. Und dahinter ist Ömer Beyers. Ja, gut. Weiß jetzt nicht, warum der jetzt so ein Special Design bekommen hat. Das ist eigentlich so ein Future Style Design irgendwo. Hätte man auch andere nehmen können vom VfB, aber gut. Das dazu. 3 Packs to go. Also das ist aber, guck mal, also Numbers, aber trotzdem relativ Mangelware, ne? Also ist ja ein bisschen schade, hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Numbers erwartet, aber ich will nicht meckern. Keitel, Trapp, normaler Niklas, Welcome to Werder Bremen, auch Amos Pieper, sehr cool. Und hängt wieder auf irgendwem? Nee. Marvin Friedrich und ja, genau, ich wollte gerade Armin sagen. Amel Bella Kotschab als Refractor. Sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, was der weiße Streifen da soll. Ist das Nebel oder was auch immer, aber sehr, sehr cooler Pull. Mag ich sehr. So. Und jetzt zu den letzten 2 Packs. Ey, komm, eine Nummerierte muss noch dabei sein, oder? Da bin ich komplett. Weil 2 Nummerierte wäre ein bisschen low. Ich muss mal durchgehen, ob ich irgendwas vielleicht verpasst habe. Aber, come on. Eine Nummerierte muss noch gönnen. Maxi Eggestein. Ricardo Pepi, ohne Rookie-Logo, gut. Danny Blue mit Wasser im Gesicht, nice. Rigoda, Genki Haraguchi, und unsere Special Card ist Max Kruse, als Refractor wahrscheinlich, yep. Max Kruse, Refractor, sehr, sehr viel Refractor-Stuff dabei, sehr, sehr viel Glitzer-Stuff, aber unsere letzte Chance für eine Nummerierte ist jetzt. Ja, drückt die Daumen, letztes Pack. Können wir nochmal eine geile One-of-One pullen? Ich wage zu bezweifeln. Gehen wir mal kurz im Recap durch. Aber an sich die Box wirklich ein Festival. Ja, es hat unnormal Spaß gemacht. Ist unnormal geil. Und ja, Robert Lewandowski. Sydney Rebiger, by the way, dem sein Autograph ist unmoralisch viel wert. Frag mich nicht warum. Sydney Rebiger. Reese Oxford. Orel Mangala, auch schön. Baumgartner. Und die letzte Karte für den Tag ist Jonny Hofmann mal wieder unnumbered. Also das verstehe ich nicht sogar. Wie kann der unnumbered sein? Der ist nicht doch anders aus. Ach nee. Ist mir auch zu doof jetzt gerade. Ist mir wirklich zu doof. Egal, nevermind. Danke fürs Zuschauen. Ich mache gleich mal einen kurzen Recap. Ich glaube, der lohnt sich definitiv. Ich werde meine schönsten
Charakter mal rauspicken und ja, lasst ein Like da. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ausbeute, würde ich sagen. Hat gut angefangen, hat stark nachgelassen. Never mind. Ja, haut rein. Und bis gleich. So, last but not least nochmal ein kurzer Recap. Ist die Box, fand ich geisteskrank. Ja, also ist vom Design her egal. Lack war gut, aber Box ist geisteskrank. Ja, also wir haben hier einen Haaland, Wavy, super. Ein Dorsch zu 5. Darauf komme ich nicht klar. Einen Leveling Rookie zu 75 nimmt man auch sehr, sehr gerne mit. Und einen Boxhit, den gibt es nur einen per Box. Niklas Stark, richtig, richtig geil. Ja. Muss eigentlich in die Bremen Collection. Fühle ich sehr, feiere ich sehr. Let's go. Autograph war okay. Mit Charles Arangis. Nicht mehr, nicht weniger. Das waren noch nice Refractors, die ich gesungen habe. Kotschap und Kruse. Kruse noch im Union-Dress, aber ja, ist mir wahrscheinlich sogar lieber als der VfL-Dress. Sehr, sehr cool. Und ansonsten, jetzt nochmal die allerschönsten Motive. Und ihr sagt mir jetzt in den Kommentaren, was war euer Favorite Bild, euer Favorite Karte, wie auch immer. Also ich kann mal kurz durchgehen. Bellingham Cold, Haaland Cold. Ja, auch dieser Lever. Eigentlich schon drin, weil es Lever ist, aber trotzdem auch sehr schickes Bild eigentlich. Dann dieser Tommy Müller mit der Flagge. Also, God damn, Alter, wirklich God damn. All glory to God. Dann Fonzie Davis. Auch sehr, sehr, also für mich mit das coolste Bild eigentlich. Das habe ich gar nicht gecheckt. Einfach Haraguchi ohne Ärmel. Auch sehr, sehr witzig. Dann Riemann mit den Fans, geil. Geraldo auf dem Fahrrad. Das ist eigentlich auch ikonisch, das Bild schon fast. Toni mit der Kappe. Lucas am Ballen, auch sehr cool. Luigi Leimer, wie auch immer, am Cruisen. Zoller zeigt die Muckis. Zoller auch sehr, sehr geiler Spieler. Betze Jung. Der junge Mann beißt ins Trikot oder zeigt sie ein M. Könnte ich eigentlich schon wegpacken, aber trotzdem fand ich sehr cool die Karte. Ja, Scully am Flexen, keine Ahnung. Günther am Drinken, auch sehr cool. Silver Fallzieher. Der Mann macht sich ein bisschen frisch. Danny Blum. Ja, das ist natürlich, ne? Auch ein sehr, sehr geiles Bild. Ich glaube, war auch der erste, der eine Kniescene gemacht hat in der Bundesliga. Deswegen umso ikonischer. Patrick Schick. Und Giovanni Reyna. Sehr, sehr cool. Rookie Bulk hat auch ein bisschen mehr gewachsen, ne? Sammelt ja der Rookies. Behalte schon für meine PC. Auch sehr cool. Und ansonsten, ja, können wir kurz die Special Cards durchgehen. Refractor, zweimal irgendwie Hofmann. Ein Matcher, den könnte man auch top loaden. Der ist, glaube ich, auch ganz gut. Kusunu, Suarez, naja, nichts Besonderes eigentlich dabei, ne? Auch Forsberg runtergefallen. Ja, Special Cards, vielleicht eher mau. War auch kein Number mehr dabei. Ansonsten, ich danke fürs Zuschauen. Das sah von der Seite aus. Ich würde trotzdem sagen, die Box war ein W, ja. War jetzt kein großes W, aber Dorsch zu 5. Der schmeckt wirklich anders. Ansonsten auch Haaland Special Card, wie auch immer. Danke fürs Zuschauen. Das war's von meiner Seite aus. Haut rein. Und wir sehen uns beim nächsten Opening.